Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und wir sind heute in meiner Praxis und ja, man versteht mich kaum. Heute geht es um multiresistente Keime. Ich habe heute ein Interview mit Dr. Erwin Bär. Er ist Mikrobiologe und Laborarzt und ich ziehe mich jetzt vorher nochmal um, damit ich auch schick bin fürs Interview. Es freut mich sehr, Herr Dr. Bär, dass Sie Zeit gefunden haben zu diesem kurzen Interview. Und wir starten auch gleich mit der ersten Frage. Was sind denn multiresistente Keime? Ja, Frau Königsberger, MRE steht als Abkürzung für multiresistente Erreger. Dies ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Bakterien, wie zum Beispiel MRSA, VRE, MRGN, denen gemeinsam ist, dass sie gegen mehrere oder alle der üblicherweise wirksamen Antibiotika widerstandsfähig, das heißt resistent geworden sind. Dabei haben die multiresistenten Bakterien, abgesehen von der Unempfindlichkeit gegen viele Antibiotika, dieselben Eigenschaften behalten wie die ursprünglichen Bakterien. Das heißt, sie sind nicht krankmachender geworden. Jedoch können Patienten mit einer solchen multiresistenten Infektion schlechter behandelt werden. Bekanntheit hat der Keim MRSA erlangt. Er kann Hautentzündungen wie Geschwüre, Wundinfektionen und Entzündungen einzelner Organe verursachen. Glücklicherweise hat die Häufigkeit dieses Erregers in Deutschland etwas abgenommen, steht aber weiterhin mit an erster Stelle. Im zunehmenden Begriffen sind die sogenannten multiresistenten gramnegativen Stäbchen, die MRGN abgekürzt. Dazu zählen Darmbakterien wie Coli oder Acinetobacter. Im Krankenhaus, aber auch im ambulanten Bereich, hat die Resistenz des Erregers Clostridium difficile stark zugenommen, der bei Patienten nach stattgefundener Antibiose schwere und auch tödliche Durchfallerkrankungen hervorrufen. Woher kommen denn diese multiresistenten Keime? Multiresistente Keime entstehen durch eine genetische Veränderung von Erregern mit ursprünglich unauffälliger Antibiotikaempfindlichkeit. Ursachen dafür sind zu häufige und leider häufig auch unnötige Antibiotikagaben. Dann können sich unempfindliche Erreger durchsetzen und ihre Eigenschaft an ihre Nachkommen aber auch an andere Bakterienarten weitergeben. MRSA-Bakterien sind häufig auf der Haut oder Schleimhaut zu finden, ohne dass sie vorher bemerkt wurden oder Krankheiten hervorgerufen haben. Die VRE und MRGN sind häufig im Darmtrakt zu finden, können aber bei Blasenentzündungen in hohen Konzentrationen über den Urin oder bei Infektionen der Atemwege über das Aushusten der Erreger übertragen werden. Auch in unserer Umwelt können die MRE-Bakterien gefunden werden. Die Keime können durch die Abwässer von Krankenhäusern oder Wohnhäusern in die Bäche und Flüsse gelangen. Ebenso kann die Verbreitung mit der Gülle aus Tierstellen erfolgen. Im Ausland gibt es Länder mit besonders hohen Raten an multiresistenten Erregern. Zum Beispiel in Griechenland, Indien, Saudi-Arabien oder Südostasien in den beliebten Reiseländern Vietnam oder Thailand. Reisende in solchen Ländern können in bis zu 40% multiresistente Erreger mit nach Hause bringen. Besonders häufig sind Reisende betroffen, die unterwegs unter Durchfall litten und Antibiotika eingenommen haben. Über besonders hohe Raten von MRE wird auch bei Tieren aus Mastbetrieben in der Schweine- und Geflügelzucht berichtet. Aber auch sogar unsere Haustiere, die Hunde und Katzen, können besiedelt sein. Sie haben gerade erwähnt, dass die Keime auch in der Umwelt sind. Wie lange überlebt jetzt so ein Keim in der Umwelt? Bakterien sind besonders empfindlich gegenüber Hitze und Austrocknung. Wenn sie in eine feuchte und nicht zu kühle oder zu heiße Umgebung
außerhalb des menschlichen Körpers gelangen, sind die meisten Bakterien in der Lage, nicht nur zu überleben, sondern auch sich langsam zu vermehren. Ein typisches Beispiel hierfür sind Biofilmbildungen in Siphons von Waschbecken und Toiletten. Aber auch in Flüssigkeiten zum Aufbewahren von Kontaktlinsen oder in Luftbefeuchtern können sie langfristig überleben. Auf trockenen Oberflächen, zum Beispiel auf Tischen, an Türklinken, auf der Fernbedienung des Fernsehers oder auf Pullovern können MRSA bis zu 4 Wochen Acinetobacter und insbesondere Clostridium difficile aufgrund der Ausbildung von Sporen mehrere Monate überleben und ansteckungsfähig bleiben. Sind diese Keime für jeden Menschen gefährlich? Das ist unterschiedlich. Gesunde Menschen infizieren sich seltener an Infektionen mit MRE. Diese können jedoch mit den Erregern besiedelt werden und die Keime können dann, wenn der Mensch irgendwann einmal geschwächt ist oder sich einer Operation unterziehen muss, zu einer Infektion führen. Besonders gefährdet sind die ganz jungen Menschen, Neu- und Frühgeborene und unsere alten Patienten, wo die Abwehrkräfte noch nicht oder nicht mehr ausreichend vorhanden sind. Darüber hinaus sind generell Patienten mit einer Immunabwehrschwäche, Krebserkrankungen, chronischen Hauterkrankungen oder mit künstlichen Körperzugängen eher gefährdet, nach einer Erregerübertragung von MRE an einer Infektion zu erkranken. Wenn man sich jetzt so einen Keim quasi eingefangen hat, wie ist jetzt der Verlauf der Erkrankung mit Inkubationszeit, also wie lange dauert es, bis das Ganze ausbricht? Die Besiedelung der Haut, Frau Königsberger, dies wird auch Kolonisation genannt, geschieht in den meisten Fällen völlig unbemerkt. Die Erreger siedeln sich auf der Haut oder den Schleimhäuten an und können sich dort auch vermehren. Aber auf der intakten Haut rufen auch die multiresistenten MRSA in den meisten Fällen noch keine Infektion hervor. Solche Besiedelungen können Wochen bis Monate lang bestehen, ohne dass eine Infektion auftritt. Erst wenn die Hautbarriere nicht mehr intakt ist, können die Bakterien in den Körper gelangen und dann aber schwere Hautinfektionen, Abszesse, Blasenentzündungen, Lungenentzündungen, aber auch eine Blutvergiftung hervorrufen. Die Inkubationszeit ist die Zeitspanne zwischen dem ersten Kontakt eines Infektionserregers mit dem menschlichen Körper bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Infektion eintritt. Wegen der möglicherweise langen, unbemerkten Besiedlung kann die Inkubationszeit sehr lange andauern. Trifft der multiresistente Erreger jedoch sofort auf einen empfänglichen Menschen und einen günstigen Infektionsort, zum Beispiel eine offene Wunde, ist die Zeitdauer bis zur Infektion sehr kurz, in etwa 2 bis 3 Tage. Wie kann ich mich jetzt vor solchen Keimen schützen? Durch das Händewaschen und insbesondere die Händedesinfektion kann man sich in vielen Fällen wirksam schützen. Das sollte man insbesondere nach einem Besuch im Krankenhaus, im Altenheim oder einer Reha-Klinik tun. Aber auch Urlauber in Ländern mit einer hohen Rate an multiresistenten Erregern sollten sich mehrmals täglich die Hände waschen oder desinfizieren und bei einer eventuellen Durchfallerkrankung möglichst nicht sofort ein Antibiotikum einnehmen, sondern erst einmal mit einfachen Mitteln, Kohletabletten, Imodium, Tee, versuchen, die Erkrankung zu beherrschen. Wenn man weiß, MRE finden sich besonders häufig bei bestimmten Patientengruppen, sogenannten Risikokollektiven, kann man sich auch schützen. Dies sind insbesondere Patienten, die innerhalb der letzten 6 Monate schon einmal in einem Krankenhaus waren
oder Patienten, welche andauernd pflegebedürftig sind oder auch direkt aus einem Pflegeheim kommen oder Patienten, welche innerhalb der letzten 6 Monate Antibiotika eingenommen haben, insbesondere wenn sie zusätzlich größere, schlecht heilende Hautwunden haben, mit Schläuchen wie Harnblasenkathetern leben müssen. Aber MRE sind auch besonders häufig bei Patienten mit Diabetes, Hepatitis oder HIV.